Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu meinem Vortrag über Parsifal, Richard Wagners Weihespielhandlung, keine Oper im klassischen Sinne, obwohl es natürlich opernmäßig gestaltet ist. Ich hatte letztes Jahr, 2009, das Glück, durch eine Geistesfreundin, die auch den Kurs macht, in Bayreuth an eine Karte zu kommen. Ist ja nur wenigen beschieden sozusagen, bis man da mal reinkommt in die Heiligen Hallen. Und es war für mich schon ein sehr eindrückliches Erlebnis in der Inszenierung von Stefan Herheim. Also sagenhaft fand ich sehr gelungen und die drei Aufzüge, in denen sich das Stück ja dann darbietet, mit sagenhaftem Bühnenbild und einer Inszenierung im Verhältnis gesetzt zum Ersten Weltkrieg, zum Zweiten Weltkrieg und dann zum Deutschen Bundestag. Also ich fand es spannend, es war doch sehr gut gemacht. Inszenierungen dürfen sein, die Musik bleibt gleich. Da darf nichts verändert werden, die Werktreue, was die Musik angeht, die muss gesichert sein. Und Richard Wagner hat dieses Werk Parsifal, einem dicken Schinken, ziemlichem Buch von Wolfram von Eschenbach, hat er die Thematik aufgegriffen. Wolfram von Eschenbach hat, im 10. Jahrhundert oder 11. Jahrhundert gelebt, also schon eine Weile her, und hatte diese Parsifal-Geschichte dort entwickelt. Aber ein riesiges Epos, also man kann das sehr schön nachlesen bei Wikipedia, ich gehe nicht näher drauf ein, aber auch spannend und war damals schon eine sehr beliebte Geschichte. Und Wagner hat dann dieses Vers-Epos Wolfram von Eschenbachs dann gestrafft, konzentriert, und die Geschichte jedoch auch verändert, vor allem die szenischen Requisiten Gral und Speer. Wir gehen auf die einzelnen Aspekte ein. Ich will versuchen, das Ganze natürlich unter dem Aspekt von Geistesschulung, ein Kurs in Wundern, heute zu beleuchten. Es geht nicht nur eben um Parsifal, sondern um dieses Stück im Lichte des Kurses und wo die Klippen sind, wo die Probleme liegen, wo vielleicht Verständnisschwierigkeiten auftreten mögen, wenn wir es normal so verstehen, wie es dort sich zeigt und wie wir es sehen könnten durch sozusagen die Perspektive von Ein Kurs im Wundern. Vorweg möchte ich erwähnen Stefan Mikisch, den ich sehr schätze. Den habe ich letztes Jahr erlebt. Am Vormittag war dann eine Mikisch-Aufführung sozusagen. Stefan Mikisch ist Pianist und hat sich so zur Aufgabe gesetzt, Menschen an die klassische Musik, auch vor allem die Opern, also die Welt Richard Wagners, heranzuführen. Und er, könnte man sagen, tut das unter esoterischen und musikalischen Aspekten. Er verbindet zum Beispiel die Tonarten mit den Tierkreiszeichen und zeigt dann genau auf, wieso hier zum Beispiel Parsifal in As-Dur geschrieben wurde. Und ich bin nun musikalischer Laie, vom Technischen her habe ich nicht so viel Ahnung, aber das Esoterische und was er da reinbringt von der Bedeutung her, was ist die Grals, die Bruderschaft, ja, was wollten die, worum geht's da und so weiter, das ist sehr schön dargelegt. Man kann auf der Homepage seine Vorträge einsehen, was er bietet und auch bestellen, lohnt sich. Also Parsifal ist spannend, Lohengrin, es gibt ganz eigentlich zu allen Werken, auch zu anderen Musikstücken gibt es Darstellungen von ihm. Er ist ein sagenhafter Pianist und bewegt sich sozusagen auf der Klaviatur buchstäblich hin und her zwischen allen Komponisten. Also Klassik näher gebracht zu bekommen, ist hier eine tolle Chance. Ich sehe da schon eine wichtige Aufgabe, die er da auch sehr gut meistert. Stefan Mikisch, www.mikisch.de, mikisch.de, lohnt sich. Darf ich darauf hinweisen, weil mich das auch sehr beeindruckt hat. Er hat da sehr schöne Gedanken entwickelt. Gut, ich darf kurz vorlesen, mal so Anleihe an Wikipedia darf ich nehmen hier und das nochmal im Überblick geben, worum es hier geht. Manche kennen sich ja vielleicht doch nicht so ganz aus mit dem Werk Parsifal. Und ich lese es mal vor. Die Handlung geht zurück auf das Versepos Wolframs von Eschenbach, strafft und konzentriert jedoch die Geschichte, verändert vor allem die szenischen Requisiten Gral und Speer. Die Personen werden auf wenige Hauptfiguren, ich habe sie hier angeschrieben, reduziert. Die Handlung den in fast allen Werken Wagners dominierenden Erlösungsgedanken konzentriert. Es ist keine Oper, sagte ich schon, sondern eine Weihespielhandlung,
Interessanterweise wurde das Werk im Dritten Reich dann verboten, obwohl Hitler ja durchaus Wagner-freundlich war und in Bayreuth ein- und ausging. Und die Enkel Wagners, wie heißen sie, Wolfgang und Wieland, Wieland ja mit Hitler auch persönlich, ne, so auf Du und Du waren, hätte ich beinahe gesagt, und da schon eine gewisse NS-Belastung ja nachgesagt wird. Trotzdem ist interessant, dass dieses Stück verboten wurde. Es wurde nicht mehr aufgeführt. Und Hitler soll sich mokiert haben, so dass es ihm zu christlich sei. Und es ist richtig, es geht hier um Erlösungsgedanken. Es geht um etwas völlig anderes als um NS-Ideologie in diesem Werk. Wagner war ja nun doch schon ein bisschen früher da. Zugegebenermaßen hatte auch Wagner seine Schwachpunkte. Er hatte so sein Problem mit jüdischen Kritikern. Und da gibt es wohl einige unglückselige Texte von ihm. Auch er war Mensch, das ist ganz klar. Und auch er hatte ein Ego, wie wir alle. Und dieses Ego rennt mit und hier und da haut es halt Schlechtes zu. Also das wollen wir mal ganz menschlich zugute halten. Wer hatte noch nie eine schwache Stunde von uns allen? Gut. Aber das Werk selber, mich hat sehr beeindruckt und es auch gelesen zu haben, so die Textstudie. Ich habe Textausschnitte heute dabei, wenn wir nachher reingehen im Einzelnen. Da kann man sehr schön aufzeigen, was so die Tiefe vom Parsifal ausmacht. König Titurel ist im Besitz zweier wundertätiger Reliquien, Gral und heiliger Speer. Der Gral diente als Trinkbecher beim letzten Abendmahl und fing das Blut Christi am Kreuz auf. Der Speer ist jener, mit dem Jesus am Kreuz seine Seitenwunde beigebracht wurde. Titurel hat Ritter um sich gesammelt, die von den Reliquien gestärkt in die Welt ziehen und für das Gute kämpfen. Auch Klingsor bemühte sich einst, der Gralsgemeinschaft angehören zu dürfen, wurde aber wegen seiner Unkeuschheit abgelehnt. Daraufhin entmannte er sich selbst und schuf sich in der Wüste ein Gegenreich, einen Zaubergarten mit verführerischen Frauen und schwor, den König und seine Ritter zu entmachten und die Reliquien an sich zu bringen. Also hier geht es um Rache, nicht? Hier geht es um Spaltung und um Rache. Wir schauen uns das dann im Einzelnen an. Den Anfechtungen hielten manche der Ritter nicht stand, sodass Titurels Sohn Amfortas als junger Gralskönig beschloss, mit der heiligen Lanze bewaffnet gegen Klingsor in den Kampf zu ziehen. Eine ganz große Dummheit, die er da macht. Man kann das Böse nicht bekämpfen, man muss es aushalten, man muss sich sammeln, man muss es ja mit vergebender Liebe und Großmut und Milde anschauen. Und das ist ihm leider nicht gelungen. Er wollte angreifen und verliert dann den Speer und ihm wird durch den Speer wiederum eine Wunde zugefügt, die nicht heilt. Doch auch er wurde von einer geheimnisvollen Frau verführt. Das ist hier die Kundri, die die Kunde gibt. Es gelang Klingsor, ihm dabei die Lanze, den heiligen Speer, zu entwenden, die Klingsor ihm mit diesem Speer schlug. Amfortas, trägt seitdem eine Verwundung, die Klingsor ihm mit diesem Speer schlug, eine Wunde, an der Amfortas seitdem entsetzlich leidet, sehr schmerzvoll. Denn die Wunde schließt sich nicht mehr. Mit jeder neuen Enthüllung des Grals, wodurch die gesamte Ritterschaft genährt wird, bricht sie von Neuem auf. Das ist erstmal so der Grundgedanke und wir steigen dann gleich ein in die Handlung, in die einzelnen Abschnitte. Es sind drei Aufzüge und die dauern auch ihre Zeit, also das ganze Werk, ich glaube, 5,5 Stunden. Und man hat dann aber, das darf man zur Beruhigung sagen, nach jedem Aufzug, also nach den zwei Aufzügen jeweils eine Dreiviertelstunde Pause. Sonst würde man es nicht verkraften. Ich weiß noch, da waren sicherlich 40 Grad im Saal. Also es war Hochsommer, das ist ja immer im August in Bayreuth, wird es aufgeführt. Und im Anzug sitzt man da mit Schlips und Kragen. Es ist dann schon etwas fordernd, aber schon spannend. Gut. So, ich möchte zu den einzelnen Figuren etwas sagen und da dann auch gleich in die Handlung einsteigen, auch zu den Symbolen. Speer und Gral, das sind ja so die Kernstücke. Es geht ja eigentlich, wie schon gesagt, um Reliquien. Immer um einen Ersatz sozusagen, um einen formalen Ausdruck der Verbindung zum reinen Geist. Das ist eigentlich der Gedanke hier. Wobei der Speer ein sehr ambivalentes Symbol ist, nämlich eigentlich symbolisiert er die Idee der Trennung
Und der Gral wiederum stellt dann die Verbindung zum reinen Geist her, die Gralsschale, wenn die enthüllt wird, ja, wenn daraus sozusagen damit das Abendmahl, das heilige Abendmahl gefeiert wird, dann kommt geistige Verbindung zustande. Die Ritter werden gespeist und empfangen diese geistige Kraft für alle Menschen. Der Speer ist ein Symbol der Trennung, eindeutig, der Scheidung. Er schneidet die Seite, die Christi auf. Und damit ist er auch ein Symbol der Macht. Wer den Speer hat, hat die Macht. Das ist ein Grundthema hier in diesem Stück. Und indem wir aber mit dem Geist der Vergebung dieses Machtsymbol anschauen, ja, verliert es seine bedrohliche Macht. Das ist ein Grundgedanke von einem Kurs in Wundern. Wir müssen uns vor dem Speer, vor dieser Aggression, vor dieser Gefahr, vor der Trennung, vor der Idee der Trennung nicht fürchten. Interessant ist es zum Schluss, dass der Speer wiederum den Aspekt darstellt, den der Heilige Geist benutzt, um die Wunde zu heilen. Ja, der Speer, der die Wunde schlug, heilt sie auch. Ich verweise hier auf die griechische Begrifflichkeit des Pharmakon. Im Pharmakon steckt beides. Pharmakon heißt Gift und Heilmittel. Im Griechischen finden wir oft diese Doppelbedeutung. Hochspannend, ja. Da ist sozusagen beide Aspekte, der Fall, auch der Schlange, und der Aufstieg der Schlange, vielleicht auch hier wieder am Äskulapstab, ja, die Erhöhung der Schlange, Gift, ja, Zerstörung und Heilung sind in ein und demselben Symbol enthalten. Und der Kurs würde sagen, ein Kurs im Wunder würde sagen, die Frage ist, mit welchem Vorzeichen ein Symbol benutzt wird. Ist es egoman belastet? Egoman im Sinne, wirkt hier die Idee der Trennung, der geistigen Kernspaltung, wie ich zu sagen pflege? Oder haben wir hier den Heiligen Geist, der wirkt, also die Kraft Christi, die das Ganze wieder auflöst und zurückführt? Und die Idee der Trennung, sprich den Speer, eigentlich als Illusion enttarnt. Das ist ja das Wichtige im Kurs. Hier in diesem Werk Wagners im Parsifal geht es immer doch um eine beeindruckende Wirklichkeit, nämlich die Wirklichkeit der Welt, eines riesigen Dramas, das aufgeführt wird, das sich letztlich natürlich um die Kreuzigung, um Golgatha dreht. Und das wird als sehr real empfunden und ist auch so gemeint. Der Kurs in Wundern gibt uns eine völlig andere Dimension, eröffnet sie uns, die dahinter steht. Dass eigentlich all dies, was wir hier sehen, Traumaspekte sind. Des einen träumenden Gottessohn, der in sich und an sich selber leidet. Und ich möchte auch hier darauf verweisen, wenn wir hier verschiedene Figuren haben, also zum Beispiel König Titurel, seinen Sohn Amfortas, auch der Gunemanns als Vertreter der Ritterschaft, dann Parsifal, Klingsor als Gegenspieler und Kundry als sehr ambivalente Erscheinung, auch Gegenspielerin zunächst mal, dass all diese Personen eigentlich intrageistige sozusagen Projektionen sind. Wir projizieren all diese Personen und finden uns darin wieder. Es sind sozusagen Entwicklungsstadien, die wir auch durchlaufen. Und das möchte ich heute Abend im Einzelnen auch an Text stellen und belegen und deuten, ja, wo hier die Parallelität zum Kurs gegeben ist, eindeutig. Aber wo auch natürlich solch ein Stück auf einer bestimmten Ebene leider stecken bleibt. Zwar auf einen anderen Bereich hinweist, aber ich sage jetzt mal so ganz salopp, die Kurve noch nicht ganz kriegt. Ja? Es geht ja um Erlösung. Der Kerngedanke ist am Ende, ja, Erlösung dem Erlöser, ist einer der letzten Sätze. Erlösung paradoxerweise dem Erlöser. Ich werde es dann im Einzelnen noch herleiten. Und das ist natürlich ein Thema, was uns brennend interessiert, wenn wir den Kurs kennen. Ja, die Geistesschulung, es geht nur um Erlösung, ganz klar. Aber Erlösung von was? Erlösung von was? Erlösung aus Kurssicht von Illusionen, definitiv. Nicht von einer vermeintlichen Wirklichkeit, die wir eben fälschlicherweise, dummerweise für wirklich halten und die uns tyrannisiert, beherrscht und Angst macht. Ja.
Darum geht es. Also was passiert hier, wenn wir von den einzelnen Figuren ausgehen? Was machen die miteinander? Ja? Was läuft da ab? Wir müssen es sehen als ein Bühnenstück sozusagen im Geiste des träumenden Gottessohnes, der wir alle sind eigentlich, ja, in Wahrheit. Und da geht es um Projektion und da geht es um den Kerngedanken, welcher nur ein Drama hervorbringen kann. Und das ist die Idee der Trennung, der Gespaltenheit und damit der Schuld. Immer wieder geht es nur um Schuld. Wenn Amfortas an seiner Wunde leidet, leidet er an seiner Schuld. Schmerz ist nur möglich durch die Idee von Schuld. Anders würde kein Schmerz im Geiste projizierbar sein und erlebbar sein. Weil wir an Schuld glauben, weil wir an Trennung glauben, erleben wir Schmerz und Pein und schwerste Turbulenzen. Die Ritterschaft hat sich zum Ziel gesetzt, am Erlösungswerk mitzuwirken. Sie will für das Gute kämpfen. Ein fataler Gedanke. Ich sagte schon, man kann für das Gute nicht kämpfen, weil ich dann die Trennung, wie der Kurs es schön sagt, wirklich mache. Und in dem Moment rutsche ich schon in das ganze Spannungsfeld des Krieges hinein, ja, dramatisch. Eine Friedensbewegung, die für Frieden kämpfen will, die ist absurd. Die wird sich selber aufreiben und am Ende Pflastersteine schmeißen, ne? Zum Beispiel. Zumindest sehe ich da doch immer wieder auch ein riesiges Aggressionspotenzial. Weil die Idee, gegen etwas zu kämpfen, was eigentlich aus geistiger Sicht eine Unmöglichkeit darstellt, was überhaupt nicht etwas sein kann, was nichts ist, das ist absurd. Hier in dieser Welt wird ständig ein Nichts verhandelt, mehr nicht. Wenn ich solche wilden Geschichten höre, ja, von den Illuminaten und so weiter, ach, das ist doch alles kalter Kaffee, das berührt mich doch gar nicht. Da wird doch nur nichts verhandelt. Vielleicht gibt es ein großes Nichts und ein kleines Nichts. Okay, mag sein. Aber es bleibt ein Nichts. Die Größe unter dem Zähler, der Nenner, lautet nichts. Ob da oben 1, 2, 9 oder 1 Million steht, ist völlig wurscht. Ist völlig egal. Unten steht nichts. 1 Million mal nichts oder einmal nichts macht keinen Unterschied. Es bleibt nichts. Und insofern wird hier nichts verhandelt. Nämlich eine Absurdität. Die Idee, als könnte es ein Leben außerhalb des Himmels, sprich der geistigen Welt, geben. Und mit geistiger Welt ist, wie wir wissen, wenn wir den Kurs studiert haben, letztlich nur der Geist Gottes gemeint, die reine Liebe und nichts als diese Liebe, ja, die Weisheit Gottes. Und die ist total, total, allumfassend und hat kein Gegenteil. Der Himmel in diesem Sinne hat kein Gegenteil. Ist unmöglich. Wir träumen von Spaltung, von Gegenteilen, von Gegensatzpaaren. Schon diese Problematik mit Ein- und Ausatmen, alles Quatsch. Ne? Natürlich brauchen wir das hier. Wir müssen einatmen und wieder ausatmen, das ist schon klar. Und wachen und schlafen und essen und trinken und ausscheiden und so weiter. Wir sehen, wie problematisch das hier ist. Ja? Also um einen Körper zu erhalten, bin ich ständig einer Dualität unterlegen. Ich muss sie ständig erfüllen. Ich muss, wenn ich hier leben will, ein- und ausatmen. Wer nur einatmen will, wird sterben. Das nennt man dann Asthma zum Beispiel. Der kann nicht lange leben. Der Status Asthmaticus, wenn er beibehalten bleibt und nicht unterbrochen wird, ist tödlich. So, wer hier einseitig wird sozusagen, der wird sterben. Es geht aber um eine geistige Ebene. Ja, wenn wir die Welt anschauen mit ihrer Gespaltenheit, können wir nur über den reinen Geist eine friedvolle, versöhnliche und milde Haltung einnehmen. Wenn man diese Dimension nicht sich erschlossen hat, kommt man dann nicht weiter. Man wird in diesen Reflex des Kämpfens hineinfallen. Und genau das läuft in diesem Drama ab. Drama speist sich aus Kampf und aus Trennung und vor allem auch aus Gegenspielern eben, die glauben, dass der andere der Böse ist, ja? Und dass der andere vernichtet werden muss. Wir haben ja also Titurel, seinen Sohn Amfortas, der leider eben sich entschlossen hatte zu kämpfen und dadurch den Speer auch verloren hat und verwundet ist und bleibt. Und als Gegenspieler Klingsor.
Klingsor ist eine spannende Figur. Er war eigentlich motiviert, auch für das Gute zu kämpfen. Ja? Und er wurde von der Ritterschaft eben wegen seiner Unkeuschheit, er war ein kleiner Wüstling, wurde er abgelehnt. Ja? Er wurde nicht aufgenommen. So, was erfährt Klingsor hier? Er erfährt eine Kränkung. Und Kränkung führt zu Rachegelüsten. Er will sich rächen an den ganzen heiligen Haufen, den er da vor sich sieht. Ja? Diese heiligen Ritterschaft. Ne? Und sagt sie, euch werde ich schon zeigen. Ja? Ich nehme euch den Gral und den Speer weg. Und das mit dem Speer gelingt ihm im Kampf mit Amfortas, der verführt wird in diesem Kampf von der Kundri. Da wird ihm der Speer genommen, dem Amfortas, und Klingsor kommt in die Gewalt des Speeres und hat damit große Macht. Er ist ein alter Magier. Warum ist er ein Magier? Er hat zu einem Trick gegriffen, er hat sich selbst entmannt. Ja, er verzichtet auf die Sexualität. Dadurch wächst ihm auf einer anderen Ebene magische Macht zu. Was scheinbar im Körperlichen ein Verlust ist, ist auf einer magischen, geistigen, sage ich mal, halbgeistigen Ebene, führt es zu einem Machtgewinn. Das ist übrigens die Idee des Opferns, die dahinter steht auch. Ja? Gandhi opferte. Gandhi hatte Macht durch Fasten. Das war auch, das sind Formen von magischem Training und Verhalten, dass man das als Waffe auch einsetzt. Hungerstreik, Sitzstreik und so weiter, nicht? Das passiver Widerstand und so weiter. Da wird etwas geopfert, etwas, ja, man enthält sich der Nahrung und kriegt eine besondere, einen geistigen Zugang zu einer inneren Kraft. Und dem sollen die anderen mal standhalten. Nun gar, wir sehen, wir wissen, Gandhi hatte recht. Ne? Sein Weg war sehr klug, er hatte das gut gewählt. Ne? Und die Engländer waren dagegen, naja, ziemlich hilflos standen die da. Ne? Die konnten nur noch ballern und haben sich keinen guten Namen da gemacht. Ne? Die Kundris ist eine ambivalente Gestalt. Eine Frau, eine wilde Furie, eine Sexualfurie, könnten wir sagen, mit sagenhaften erotischen Qualitäten. Wer der begegnet, der muss sich nicht mehr warm anziehen, der ist schon heiß. Ja, so könnte man es sagen. Nicht? Sie ist die Geheimwaffe. So wie bei James Bond, die hübschen Damen, ne? Die dann wieder James in den Wahnsinn treiben. Ne? Und so cool bleibt er ja auch nicht immer. Ne? Er liegt ja oft genug im Bett. Ne? Genau. Und Kundri ist eine ambivalente Figur. Sie ist eine sehr wissende Frau. Sie reitet auf ihrer wilden Meere rund um die Welt. Sie hat unwahrscheinlich Kontakte. Sie hat viele Informationen. Sie kann den Leuten Mitteilungen machen, Wissen geben, Kundrigier. Sie hat ein ziemliches Wissenspotenzial und damit auch indirekt eben auch eine Form von Macht. Und natürlich ihre erotischen Qualitäten, die sie in den Dienst Klingsors stellen muss. Ja, sie ist Klingsor sozusagen hörig, sie muss auf ihn hören, er hat Macht über sie. Aber sie ist ambivalent, sie kann auch der anderen Seite dienen, sie geht hin und her. Ihr Grundproblem ist, dass sie Jesus am Kreuz verlacht hat. Ja, sie hat Jesus, den leidenden Heiland, gesehen und hat nicht verstanden, wieso leidet der jetzt so, der ist doch blöd, ja, das ist doch saublöd, was hier läuft, das ist doch ein Schwächling, der hätte doch hier mit Macht auftreten sollen und der geht in dieses Leiden, ja. Und sie hat es nicht verstanden und hat ihn da verlacht. Und dann gibt's diese schöne Stelle in der Oper, in dem Werk ist sehr anrührend, wie sie singt und da traf mich sein Blick, ja. Also Jesus schaut sie an und gibt ihr sozusagen eine tiefere Ebene, öffnet er, bringt er zum Klingen in ihr und sie hält es schier kaum aus und wird dann geschickt auf die Reinkarnationsreise. Sie muss ja erstmal losschießen durch alle Welten und fängt an zu dienen und es hat ambivalente Aspekte, mal dient sie der lichten Seite, mal der dunklen. Sie ist verzweifelt. Ich gehe nachher auf einzelne Textstellen ein, da wird es sehr schön deutlich. Sie ist eine verzweifelte Frau, die eigentlich den Frieden sucht, aber nicht weiß, wie. Na gut, diesen Aspekt kennen wir, glaube ich, alle. Ja? Also wir suchen den Frieden und tun das eine und wollen doch das andere und so weiter. Es ist oft sehr, sehr schizophren.
Kundri ist auch in gewisser Weise das Pharmakon, ein Ausdruck dieses Begriffs. Sie ist Gift und Heilmittel. Sie kann zu Fall bringen, aber sie könnte auch, ja, dienend sozusagen, dem Lichte dienend, entsprechend helfen. Sie greift an und verletzt, aber sie hilft auch den Rittern und sucht selber eigentlich nach Erlösung. Eine sehr verführerische weibliche Waffe gegen den König, gegen Amfortas schon eingesetzt und jetzt gegen Parsifal. Jetzt soll sie Parsifal zu Fall bringen. Das ist eigentlich ihr Auftrag. Nicht die Erotik der Kundri verführt den Amfortas, und zwar schafft er es nicht, klar zu bleiben. Das ist das Grundproblem immer, ja. Dieses im Entscheider und Beobachter klar zu bleiben. Diese Instanz ist ständig gefordert bei all den Protagonisten, mit denen wir es hier zu tun haben. Sie sind großen Spannungsfeldern ausgesetzt, stehen vor ziemlichen Rätseln und Schwierigkeiten und schaffen es nicht, gesammelt und klar zu bleiben. Das ist eigentlich die erste Bürgerpflicht sozusagen. Oder Kurs im Wundern, Schülersicht, ja? Dass wir den Beobachter und Entscheider trainieren. Und mit der Wunde, die Amfortas geschlagen wird, hier durch Klingsor, wird sozusagen der Schuldkomplex manifest im Körper verankert. Er erlebt Schmerz und immer wieder Schmerz, die Wunde, die sich nicht schließt. Und hier heißt es dann, nur ein durch Mitleid wissender, reiner Tor kann den Speer zurückgewinnen und die Wunde schließen, sprich heilen. Ich würde das Wort Mitleid lieber hier ersetzt sehen durch Mitgefühl. Ja, das ist so die alte Tradition, dass Mitleid einen Wert haben soll. Mitleid ist für mich ein Mitabsaufen im Elend und Wahnsinn der anderen. Das bringt nichts. Mitgefühl schon. Mitgefühl ist wichtig. Ja, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl. Aber Mitleid geht mir hier zu weit. Das bringt es nicht. So, jetzt will ich hier mal einsteigen. Mal die Handlung aufzeigen. Erster Aufzug, also ich habe es damals gesehen in der Inszenierung von Stefan Herrhein, und er hat das eben in einem modernen, sagen wir mal, in einen zeitgemäßen Bezug gesetzt, wo man wirklich sehr viel sehen kann, mit anfangen kann. Und hier geht es aber jetzt erstmal nur so im klassischen Sinne um die Bilder, die sich da auftun. Ich habe nachher ein Stück Musik, möchte ich spielen. Ein Orchester war mir leider finanziell nicht möglich, hätte ja auch nicht reingepasst. Hätte ich lieber gehabt, ganz klar, weil es natürlich Streicher, ja, die Geigen, die Streichmusik, ganz wunderschön. Aber ich habe einen Freund, den Michael Weinert, der ist auch groß in Wundern sozusagen, Geistesfreund, und spielt recht gut Klavier und hat mir das digital aufgenommen, ja, die Einleitung, das Vorspiel, und da hören wir beide Teile, dann werde ich vorspielen. Der ist auch Orchideenzüchter, ein ganz netter Mensch, und ist so, ja, der hat so, ne? Der liebt das Schöne und hat hier auch einen Draht zu dieser Musik. Und ich habe ihm die Noten besorgt, sage, kannst du mir das spielen? Und das hat er gemacht. Und das bin ich sehr dankbar. Man muss es mal hören. Es ist zwar nur Klavier, es reduziert sich sehr auf die einzelnen Töne natürlich. Die Streicher ziehen das ja durch. Ja, das ist was völlig anderes. Aber es gibt einen Eindruck, wenn wir nachher mal zwischendurch einschieben. Dass wir das mal hören. Gut. So, ich gehe mal in die Handlung. Erster Aufzug, Waldlichtung Gralsburg. Auf einer Waldlichtung nahe der Gralsburg weckt Ritter Gurnemanns einige Knappen, er fordert sie auf zu beten. Allein das ist schon wieder so ein Ding, man muss die Leute auffordern zu beten. Ne? Also nach dem Motto, bewegt euch mal ins Geistige, ne? In die geistige Sphäre. Ne? Die brauchen Anleitung, das ist alles sehr weit weg. Man merkt da so eine Atmosphäre von, ja, es ist was verloren gegangen. Immer wieder, ja, die suchen etwas, sind aber nicht dort, wo sie eigentlich hinwollen. Das ist das Grundproblem. Ja. Er fordert sie auf zu beten und das Morgenbad des jungen Königs Amfortas vorzubereiten. Kundri, die geheimnisvoll wilde Helferin der Gralsritter, also auch dort, sie hilft durchaus, kommt eilig herbeigeritten. Mit letzter Kraft überreicht sie Balsam für den verletzten König. Doch halb verzweifelt, halb spöttisch bemerkt sie, er werde wohl so wenig helfen, der Balsam, wie das Heilkraut, das Ritter Gawan bereits gebracht hat. Kundri wird von den Knappen als Heidin und Zauberweib verhöhnt.
nach dem Motto, die ist nicht getauft, die hat es nicht mit dem Christentum. Naja, sie hat ein Problem mit dem Christentum. Wer hat das nicht? Ja, also mit der Erlösertat, mit diesem Jesus, ja, mit dem Christus. Und das Problem haben wir alle. Sie hatte als Heidin und Zauberweib eben, wird sie verhöhnt. Nur Gonemanns nimmt sie in Schutz, als die Knappen spotten, fordern, Kundri solle doch losziehen, um die verloren gegangene heilige Lanze zurückzuholen. Durch ihre Mithilfe ging aber die Lanze verloren. Das ist hier das Dumme. Und sie weiß um ihre Tat und um das, was gelaufen ist. Jetzt erzählt Gonemanns, dass nach einer Prophezeiung nur ein durch Mitleid wissender reiner Tor den Speer zurückgewinnen und damit am Vorders heilen könne. Denn die Wunde schließe nur der Speer, der sie auch schlug. Also der Speer nach wie vor ein Symbol der Trennung, der Aggression, des Aufstands gegen die Liebe, Jesu am Kreuz auch, seine Wunde, unsere Wunde, die wir uns selber zugefügt haben. Wir haben das ja mit uns selbst gemacht. Ja? Wenn wir es alles als eine Reflexion sehen, was der Gottessohn mit anderen tut, tut er mit sich selbst. Er fügt es sich selber zu. Und an dieser Wunde, an diesem Wahnsinn leidet er. Es geht um Schuld. Die Szene wird durch Lärm vom nahen See gestört. Die Ritter fingen einen Knaben, der einen Schwan mit Pfeil und Bogen getötet hat. Es ist Parsifal, der Sohn der Herzeleide und des im Kampf gefallenen Ritters Gamoret. Der Knabe wuchs unter der Obhut seiner Mutter im Wald ohne Kontakt zur Außenwelt auf. Er weiß selbst weder seinen Namen noch woher er kommt und wer sein Vater ist. Der Parsifal ist völlig unwissend. Wie so, ja, als wäre da alles gelöscht auf der Festplatte. Der weiß gar nicht, wer er ist, ne? So nach dem Motto, weißt du, wer ich bin, ne? So rennt er rum. Und das ist ja auch ein schöner Aspekt, den wir hier alle kennen. Hier weiß keiner, wer er ist, ne? Ja, nicht die äußere Person, nicht die Story, nicht die Geschichte, sondern eigentlich geistig zu verstehen natürlich. Wer sind wir? Was ist unsere wahre Natur? Diese Frage, nicht? Und die kann Parsifal nicht beantworten. Er weiß nicht, wer er ist. Es ist ein Weg, den er gehen muss, um dahin zu kommen, dass er erkennt, wer er ist. Und das wiederum kennen wir. Ja? Das ist auch unser Weg. Insofern, wir alle sind Parsifal. Ja? Es ist die zentrale Figur, die einen Einweihungs- und Erlösungsweg geht, auch für alle Menschen. So, ich mache hier noch den ersten Aufzug mal zu Ende, dass dieser Umriss klar ist. Doch Kundri kennt seine Geschichte und erzählt vom Tod seiner Mutter. Gonemanns glaubt den in der Vision des Amphorters angekündigten reinen Toren gefunden zu haben und nimmt ihn, während Kundri in einen hypnotischen Schlaf fällt, mit zur Gralsburg. Also die Kundri weiß mehr. Ja? Die hat dieses Somnambule, dieses Visionäre, dieses Schauende und hat auch eben Informationen letztlich über Parsifal, die andere noch gar nicht haben. Und Amphortas, interessant, hatte eine Erlösungsvision. Er sieht, da wird jemand kommen und den suchen sie. Ja? Im Buddhismus kennen wir diesen Gedanken, nicht? Der Dalai Lama, der wieder reinkarniert und so weiter, nicht? Oder wo zeigt sich sozusagen der Buddha? Ne? Wo taucht er wieder auf? Wo kann uns Hilfe zuteil werden? Auf der Gralsburg, dort versammeln sich die Ritter, Amphortas, Titurel und als stummer Zuschauer Parsifal zur Enthüllung des Grals, der Gralsschale. Amphortas beklagt seine Schmerzen, die der Anblick des Grals nur kurz lindern kann. Titurel und die Ritter fordern ihn auf, den Gral zu enthüllen. Der Kelch mit dem Blut Christi leuchtet in einem magischen Lichtschein. Die Ritter nehmen daraufhin das Mahl, Brot und Wein und verlassen danach gestärkt den Tempel. Parsifal ist nicht fähig, zu all dem, was er sah, etwas zu sagen und wird von Gonemanns, der glaubt, sich in ihm getäuscht zu haben, vor die Tür gesetzt. Der sagt, der ist es nicht, ne? Raus mit ihm, ne? Zack. Also herbe Enttäuschung erstmal, ne? Man möchte meinen, die müssen doch da jetzt einsteigen. Nein, es ist noch längst nicht so weit. Ja, das braucht alles Zeit. Ja, es sind Prozesse in Zeit und Raum. Und die müssen sich entwickeln und entfalten. Unter Umständen über 500 Inkarnationen, wenn es ganz blöd kommt. Ne? Ja, was soll's. Ne? Zeit und Raum spielt doch keine Rolle. Ne? Ist sicher. Ja? So. Jedoch, und jetzt kommt's, eine Stimme aus der Höhe wiederholt mit den letzten Klängen der Gralsglocken die Worte der Prophezeiung.
durch Mitleid wissend der reine Tor. Also es geht um Mitgefühl eigentlich, Einfühlungsvermögen. Ja? Mir kam ein Gedanke zum Parsifal, ja? Der muss erst den Schmerz der Schuld kennenlernen. Also das ganze Drama macht ja nur Sinn, wenn irgendwie Schuld möglich zu sein scheint. Es muss eine Schulderfahrung herbeigeführt werden. Dafür steht für mich symbolisch, wie der da durch den Wald hupft, ja, macht er sich Pfeil und Bogen und schießt so einen unschuldigen Schwan ab. Und das im heiligen Bezirk, ja. Und der Gurnemanz ist ziemlich sauer. Wie kannst du denn das machen? Ja, bist du wahnsinnig, ne? Und da wird er schuldig. Er wird schuldig, da fliegt dann auf der Bühne richtig so ein Schwan runter, ne? Ist sehr beeindruckend. Und man sieht das richtig und erlebt das und wie die betroffen sind, ja. Dass der das macht, der tötet diesen Schwan. Ist völlig naiv, der weiß gar nicht, was er gemacht hat, ja. Und so müssen wir auch. Wir sind völlig naiv, rennen wir da ins offene Messer erstmal, ne, in der Illusionswelt und erleben dann plötzlich Schuld und müssen erkennen, was wir getan haben. Erst die erkannte Schuld, nicht, kann transzendiert werden. Das ist der Gedanke im Kurs in Wundern. Wenn wir die Idee der Schuld und der Trennung und diesen Schmerz nicht anschauen, können wir es nicht transzendieren, überwinden und in uns zur Erlösung führen. Spricht der Heilige Geist natürlich, der das vollzieht. Allein können wir das ja gar nicht. Also die Schuld als Idee ist das, was uns wahnsinnig macht. Das ist die Idee der Sünde, der Absonderung von der Liebe. Ja? So würde es der Kurs ausdrücken. Und hier für die Kundri zum Beispiel ist es der Angriff auf Jesus selber. Sie verlacht ihn am Kreuz. Sie schädigt sich selber. Sie sagt, die Erlösung brauche ich nicht, verstehe ich auch gar nicht. Was soll denn das? Sie versteht überhaupt nicht, was läuft. Sie versteht gar nicht, dass das für Jesus überhaupt keine Bedeutung hat. Ich spreche jetzt aus Kurssicht, ja. Dass der gar nicht leiden konnte, das ist ihr überhaupt nicht klar, kann ihr gar nicht klar sein. Sie sieht überhaupt nicht dahinter, hinter das Phänomen. Sie sieht nur vordergründig einen Körper am Kreuz hängen. Und das beeindruckt sie überhaupt nicht, ja. Da wird sie schier wild drauf und er reagiert eher mit Aggression, mit Abwehr und verlacht ihn. Und dadurch muss sie eine ganz lange Reise, ja, auf sich nehmen sozusagen, bis sie langsam zu einem tieferen Verstehen erst gelangt. Und das ist unser aller Reise. Wir müssen erstmal das Problem verstanden haben, um überhaupt an eine Lösung denken zu können. Die meisten Menschen haben nichts verstanden. Das ist völlige Ignoranz hier, völlige, na, wenn man es hart sagen wollte, Dummheit. Wir leiden an unserer Dummheit. Nach dem Motto, hau doch nochmal auf den Daumen drauf. Es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ne? Ja, das sind so diese verrückten Ideen. Ne? Ja? Also wir wollen eigentlich leiden aufgrund des unbewussten Schuldkomplexes. Das Leiden in jeder Form ist immer Ausdruck von Selbstbestrafung. Der Kurs fährt überhaupt nicht auf Leiden ab im Sinne von Erlösung. Überhaupt nicht. Das ist sein größter Unterschied zum, ich sag mal, konventionellen Christentum, ja, zum Katholizismus in diesem Sinne, als Wurzel. Im Katholischen wird das Leiden verherrlicht. Und das ist der entscheidende Unterschied überhaupt. Es wird erzählt, ja, es ist etwas ganz Schreckliches passiert, die Sünde ist wirklich. Wir sind tatsächlich von Gott getrennt. Wir sind verloren, schlichtweg. Ohne eine Erlösertat sind wir verloren. Na, verloren sind wir nicht. Aber es kann eine Weile dauern, bis wir aufwachen aus diesem Albtraum. Das ist klar. Und das ist auch nicht schön. Wer Albträume erlebt hat, weiß, wie schön es ist, aufzuwachen. Und zu erkennen, da war gar nichts. Es ist nichts Schlimmes passiert. Ja. Aber das ist das Grundproblem hier, dem wir jetzt im Einzelnen immer wieder in den einzelnen Szenen auch begegnen werden. Gut, ich steige da jetzt mal ein, bevor ich zum zweiten Aufzug gehe und gehe in den Text auch, um das so ein bisschen nahe zu bringen. Genau, schauen wir mal. 31. Kapitel, Seite 663, wer es da hat, Römisch 5, 17, 7 bis 9. So, also. Nicht da, ich steige ein bei der Szene, wo der den Schwan abgeschossen hat, der Parsifal, ne, dieser Schlingel. Weiß gar nicht, was er da macht, ja, tötet dieses Tier. Und da sagt der Gurnemanz, sag Knab, erkennst du deine große Schuld? Wie konntest du sie begehen, Parsifal?
Ich wusste sie nicht. Völlig naiv, ne? Aber er ist ehrlich, ne? Er sagt das so, ne? Gonemans, wo bist du her? Parsifal, das weiß ich nicht. Gonemans, wer ist dein Vater? Parsifal, das weiß ich nicht. Er sagt immer, das weiß ich nicht, ne? Ja, kann nicht verstehen, ne? Ich verstehe nichts, ne? Genau. So, Gonemans, wer sandte dich dieses Weges? Parsifal, das weiß ich nicht. Gonemans, dein Name denn? Parsifal, ich hatte viele, doch weiß ich ihrer keinen mehr. Gonemans, was weißt du alles nicht? Jetzt sagt er gleich, jetzt gehen wir doch gleich mal an die Sache ran. Du bist ja wohl ein seltsamer Vogel, nicht? Genau, ja. So dumm wie den erfand bisher ich Kundri nur. Naja, also dumm ist die auch nicht. Also da ist die noch schlauer, ne? Genau. Und natürlich leidet sie auch an ihrem Missverstehen, das ist klar. Zu den Knappen, jetzt geht, versäumt den König im Bade nicht, helft. Und so weiter, die Knappen heben den toten Schwan, ehrerbietig auf eine Bahre von frischen Zweigen, also der Schwan wird bestattet, und entfernen sich mit ihm dann nach dem See zu. Schließlich bleiben Gonemans, Parsifal und abseits Kundri allein zurück. Nun sag, nichts weißt du, was ich dich frage. Jetzt meld, was du weißt. Denn etwas musst du doch wissen. Parsifal, ich hab eine Mutter. Herzeleide, sie heißt. Im Wald und auf wilder Aue waren wir heim. Gonemans, wer gab dir den Bogen? Parsifal, den schuf ich mir selbst, vom Forst, die wilden Adler wegzuscheuchen. Gonemans, doch adelig scheinst du selbst und hochgeboren. Warum nicht ließ deine Mutter bessere Waffen dich lehren? So, jetzt kommt die Kundri. Den Vaterlosen gebar die Mutter, als sie im Kampf erschlagen Gamurit, also seinen Vater, vor gleichem frühen Heldentod den Sohn zu wahren, waffenfremd, in Öden erzog sie ihn zum Toren. Die Törin. Also er wächst völlig abgeschieden von der Welt auf, ja, so fast wie so in so einem leeren weißen Raum, ne? So fast schuldfrei. Sie lacht, die Kundri. Parsifal, der mit jäher Aufmerksamkeit zugehört hat, lebhaft. Ja, und einst am Waldessaume vorbei, auf schönen Tieren sitzen, kamen glänzende Männer. Ihnen wollte ich gleichen, sie lachten und jagten davon. Nun lief ich nach, doch konnte ich sie nicht erreichen. Durch Wildnisse kam ich, bergauf, talab, oft ward es Nacht, dann wieder Tag. Mein Bogen musste mir frommen gegen Wild und große Männer. Er hat Gralsritter gesehen und denen, ja, da will er hin, ihn zieht's dahin. Er spürt da müsste ich eigentlich sein. Ne? Also da bekommt er so eine erste Ahnung. Kundri hat sich erhoben und ist zu den Männern getreten, eifrig. Ja, Schächer und Riesen traf seine Kraft. Den freislichen Knaben lernten sie fürchten. Also er musste das Fürchten erst lernen. Ja, der ist so naiv, der ist so weit weg. Ja, der Willkommen auf der Erde, ne? Nach dem Motto, nicht? Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Und fürchten tun wir uns nur aufgrund des Schuldkomplexes. Wir haben Angst vor Strafe. Ja, die Schuld ist die eigentliche Furcht. Parsifal verwundert, wer fürchtet mich, sag Kundri, die Bösen. Sie blickt das. Sie weiß, die Bösen werden ihn fürchten. Solch einen reinen Tor, die fürchten ihn. Parsifal, die mich bedrohten, waren sie bös? Gonemans lacht, wer ist gut? Auch eine schöne, natürlich tiefe philosophische Frage. Ja, wer ist gut? Gonemans wieder ernst, deine Mutter, der du entlaufen und die um dich sich nun härmt und grämt. Kundri, zu end ihr Gram, seine Mutter ist tot. Die weiß das schon. Parsifal weiß noch gar nichts. Sie verkündet den Tod der Mutter. Sie hat's gesehen. Nicht? Die hat überall ihre Fäden und ihre Augen und Ohren und die kann alles mitkriegen. Ne? Parsifal, tot, meine Mutter? Wer sagt's? Kundri, ich ritt vorbei und sah sie sterben. Dich, Toren, hieß sie mich grüßen. Parsifal springt wütend auf Kundri zu und fasst sie bei der Kehle. Also er hat auch Aggressionsimpulse. Ne? Man sieht es hier. Ja? Also mit der Unschuld ist es soweit auch nicht her. Ne? Auch er ist in diesem Bereich zu Hause. Gurnemanns hält ihn zurück. Verrückter Knabe, wieder Gewalt? Nachdem Gurnemanns Kundri befreit, steht Parsifal lange wie erstarrt. Was tat dir das Weib? Es sagte wahr, denn nie lügt Kundri, doch sah sie viel. Parsifal gerät in heftiges Zittern. Ich verschmachte.
Kundry ist sogleich, als sie Parsifals Zustand gewahrte, nach einem Waldquell geeilt, bringt jetzt Wasser in einem Horne, besprengt damit zunächst Parsifal und reicht ihm dann zu trinken. Sie hat diesen hilfreichen, diesen Helferimpuls hat sie schon in sich. Ja, obwohl sie nicht in dieser Ambivalenz drin steckt. Welcher Seite diene ich nun? Welcher Impuls greift in mir? Gonemanns, so recht, so nah des Grales Gnade, das böse Band, wer's mit Gutem vergilt. Hier sagt er ganz entscheidenden Satz. Ja, das Böse kann man nicht bekämpfen mit Bösen. Nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel, schmeißen wir ein paar Bomben und ein paar Raketen oder was. Ja, das ist, es ist falsch, es ist unsinnig. Nicht? Es ist der falsche Ansatz. Das böse Band, wer es mit Gutem vergilt. Kundry düster, nie tue ich Gutes. Hier macht sie sich selbst nieder. Das ist ein Angriff auf sich selbst. Sie weiß um ihre Schuld. Sie weiß um ihr Problem. Nie tue ich Gutes. Ganz ehrlich, ja, ganz direkt. Nicht? Was ja auch so nicht stimmt. Sie ist ambivalent. Sie schwankt hin und her. Und dann sagt sie, wendet sich traurig ab, nur Ruhe will ich. Oh ja, sie ist müde. Von diesen ewigen Hin und Her und den Inkarnationen, ja. Herodias ist eine ihrer Inkarnationen. Die, die das Haupt von Johannes dem Täufer gefordert hat und bekommen hat. Ja, beziehungsweise, also Herodias. Bitte? Die Mutter, ja, richtig, die Mutter ist es. Ja, die Mutter hat es unterstützt, richtig, danke, ja. Die Mutter, Herodias, genau, die Mutter von Salome. Mutter, Herodias, genau, die Mutter von Salome. Nur Ruhe will ich. Während Gurnemanz sich väterlich um Parsifal bemüht, schleppt Kundry sich von beiden unbemerkt einem Waldgebüsche zu. Nur Ruhe, ach, der Müden, schlafen, oh, dass mich keiner wecke. Das ist eine typische Bewegung, wenn wir nicht mehr können. Wir wollen schlafen. Das ist aber ein Symbol für Unbewusstheit. Sie will es nicht anschauen. Damit löst sie nichts. Ja, also das Schlafen steht für, nicht nach dem Motto, Männer würden sich damit 5 Bier runterdimmen, nicht? Das ist auch eine Form von Unbewusstheit. Ja, klar. Alkohol dimmt runter, ne? Entspannt nicht so und man merkt nicht mehr so viel und so, ne? Problemfrei, als wären die Probleme gelöst, aber ist gar nicht gelöst, ne? Man guckt ja gar nicht hin. Ja, und das ist diese Sehnsucht. Scheu auffahrend dann wieder, nein, nicht schlafen! Grausen fasst mich! Oh ja, definitiv. Es ist ein Grausen, nämlich der Konflikt in ihr, in ihrem Geist. Sie verfällt in heftiges Zittern. Sie ist eine spannende Gestalt. Die schildert das, unser menschliches Drama, die Kundry, ganz wunderbar, echt sagenhaft. Also hat mich sehr beeindruckt. Dann lässt sie die Arme matt sinken. Ja? Machtlose Wehr, die Zeit ist da. Schlafen, schlafen, ich muss. Sie sinkt hinter dem Gebüsch zusammen und bleibt von jetzt an unbemerkt. Vom See her gewahrt man Bewegung und endlich den im Hintergrunde sich heimwendenden Zug der Ritter und Knappen mit der Sänfte. Gonemanns vom Bade kehrt der König heim, hoch steht die Sonne. Nun lasst zum frommen Mahle mich dich geleiten, denn du bist rein. Nun wird der Gral dich tränken und speisen. Parsifal, wer ist der Gral? Das ist eine völlig naive Frage. Er hat null Ahnung. Er weiß nichts vom Gral, gar nichts. Ja? Obwohl er der Entscheidende ist, nicht? Der nachher das Ganze vollzieht. Gurnemanns, das sagt sich nicht. Doch bist du selbst zu ihm erkoren. Also da hat er eine Ahnung. Ja? Er vermutet da was beim Parsifal, der könnte dazu berufen sein, hier etwas zu tun. Bleibt dir die Kunde unverloren? Und sie, mich dünkt, dass ich dich recht erkannt, kein Weg führt zu ihm durch das Land und niemand könnte ihn beschreiten, den er nicht selber möcht geleiten. Also der Gral, ja? Der Gral ist das Symbol für den Heiligen Geist, sagte ich schon, Reliquien. Wir lieben Formen, nicht? Die Reliquiengeschichte in der auch gerade katholischen Kirche ist ja etwas sehr Starkes. Das wurde ja, also die Leute sind ja heute noch, fahren viele darauf ab. Ja, Reliquien. Ne? Und das ist eigentlich für mich, es ist ein Symbol, manchem mag es helfen, aber eigentlich ist es ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Umweg, eine Ablenkung. Wir müssen von der Reliquie weg, wir müssen von der Form weg, in den Geist.
Und wenn wir die Form nur noch anbeten, vergessen wir am Ende den Inhalt. Das ist die Gefahr bei allen formalen Bewegungen. Ja? Ob nun Gral und Speer und was auch immer. Ja? Nicht? Das Kreuz Christi, das heilige Grabtuch oder was auch immer. Ich bin kein Freund davon. Es bringt nichts. Wir müssen in den Geist. Da liegt es. So, Parsifal. Ich schreite kaum, doch wenig mich schon weit. Gurnemanz, du siehst, mein Sohn, schöner Satz, zum Raum wird hier die Zeit. Schön gesagt. Ja. Nun achte wohl und lass mich sehen, bist du ein Tor und rein, welch Wissen dir auch mag beschieden sein. So, das ist der erste Aufzug. Ja, den haben wir jetzt mal. Jetzt hören wir uns die Musik dazu mal an. Ja. Das war das Thema mal. So, das sind 6 Minuten ungefähr. Man braucht ein bisschen, ne? So Hingabe. Auch zum Entspannen. Ne? Genau. Also einfach mal wirken lassen. Wie gesagt, das ist durchs Klavier sehr reduktionistisch, könnte man sagen, aber ich finde, es kommt sehr schön rüber. Es ist, ja, vielleicht mal die Augen schließen, einfach mal wirken lassen, diese 6 Minuten. Es lohnt sich. Ich höre es manchmal einfach so, um mich zu zentrieren, ne? Höre ich das Stück. Ja? Und da ist nachher kein Copyright drauf, ne? Wer es sich aus dem Internet holt oder so.
Zur Unwissenheit Parsifals möchte ich noch kurz die berühmte Stelle zitieren, die hier wirklich sehr, sehr schön passt. Es gibt keine Aussage, die die Welt mehr zu hören fürchtet als diese, spricht die Menschen. Ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin, und deshalb erkenne ich nicht, was ich tue, wo ich bin oder wie ich auf die Welt oder auf mich schauen soll. Berühmte Chorstelle, Seite 663 im 31. Kapitel. Ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin. Ich kenne mich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was das hier soll, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ne? Singen wir den ganzen Tag, ja klar. Ein ganzes Leben lang, wenn wir Pech haben. Ne? Genau. Und das ist traurig. Ne? Das ist, es müsste nicht so sein. Ja? Die Botschaft ist ja durchaus da, aber nur wenige wählen zu hören. Man muss hören wollen. Wer nicht hören will, wird nichts hören. Der wird sogar sagen, es gibt keine Botschaft. Da ist nichts. Weil er es nicht will, weil er es von vornherein in seinem Geist verneint. Ich bin der Geist, der stets verneint. Ne? Nein, 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 nein. Ich nehme nicht. Denn ich habe schon. Ich habe mir was Besseres gemacht. Und jetzt kommt der zweite Aufzug beim Parsifal. Klingsors Zauberschloss. Ja? Er hat sich ein Gegenreich geschaffen. Ja, magisch. Ne? Mit seinen Kräften. Und es ist dieser Zaubergarten, dieses Zauberschloss, wo hübsche junge Damen umherhüpfen und eine Art ja von erotischem Gegenreich bilden. Ne? Und das ist natürlich sehr verlockend. Klingt so, die Zeit ist da, schon lockt mein Zauberschloss den Toren, den kindisch jauchzend fernig nahen sehe. Im Todesschlafe hält der Fluch sie fest, der ich den Krampf zu lösen weiß. Auf denn, ans Werk! Naja, der Herr macht sich schon seine Gedanken hier, nicht? Er weiß vom Todesschlaf und er meint, mit seinen Mitteln kann er was bewirken, nicht? Und kann er seine Macht ausspielen. Also bei Klingsor könnte man sagen, nichts ist schlimmer als ein eifernder Kämpfer für das Gute. Das sind die Schlimmsten, ne? Also vor dem muss man sich hüten, ne? Laufen, so schnell man kann. Ja? Weil, ja, dieser Eifer ist egoman. Er macht den Irrtum mit Eifer wirklich. Buchstäblich mit Eifer. Als Bild dahinter sehe ich gleich die Inquisitoren des Mittelalters. Eifernd verfolgten sie das Böse in diesen armen Menschen, ne? Sprich vor allem Frauen. Furchtbar. Ludwig Ganghofer, der Mann im Salz, nicht? Ja, ja, und dann kommt der andere Inquisitor oder der andere Vorgesetzte und fragt den Inquisitor, und bei dir ist es nicht das Böse oder der Teufel? Nein! Sofort, ne, der Blinde, der lässt die Frage gar nicht zu, was mit ihm ist, ob er ein Problem hat. Ne? Das ist so die Geschichte hier. Ne? Und Klingsor ist verletzt, der eifert und ist verletzt, er ist gekränkt und hat auch ein Rachebedürfnis. Und das kann er gar nicht reflektieren, das sieht er gar nicht richtig. Der lebt seine Impulse, seine Affekte aus. Ne? Das ist ein Überzeugungstäter, ein Affekttäter. Ne? Im Todesschlaf des Egos, ne? Liegt vor allem Klingsor selber. Er spricht vom Todesschlaf bei den anderen, dabei schläft er selber, ne? Glückselig im Tode, ja. So könnte man sagen. Nicht? Nichts weiß er außer ein wenig Magie. Das muss uns klar sein. Nicht? Und diese Magie verhandelt oder kämpft um nichts. Das finde ich wichtig, diese Einsicht. Die gibt uns der Kurs. Da wird ein Nichts hin und her geschoben, ständig Nichts. Nicht? Der Zaubergarten besteht aus Nichts, aus heißer Luft. Erotisiert, klar. Aber heiße Luft bleibt trotzdem. Ja? Nicht?
Dann heißt es hier in der Bühnenanweisung, er steigt der Mitte zu. Übrigens kann man diese Texte im Internet bekommen, nicht? Den ganzen Parsifal kann man sich downloaden. Da gibt es auch sogar mit Musikbeispielen zum Hören, kann man den CDs bestellen. Da sehr schön, ja, einfach Parsifal eingehen, das kommt dann schon. Er steigt der Mitte zu etwas tiefer hinab und entzündet dort ein Räucherwerk, welches alsbald den Hintergrund mit einem bläulichen Dampfe erfüllt. Dann setzt er sich wieder vor die Zauberwerkzeuge und ruft mit geheimnisvollen Gebärden nach dem Abgrunde. Natürlich, hinab, hinab in den Wahnsinn, nicht? Wohin denn sonst? Und dann sagt er aber, er natürlich aus dem Abgrund kommt's, herauf, herauf zu mir. Dein Meister ruft dich, Namenlose, Urteufelin, Höllenrose, Herodias warst du. Und was noch? Gundrygia, dort, Kundri hier, hierher, hierher denn, Kundri, dein Meister ruft, herauf. Naja, und sie kommt dann, und er sagt dann auf, in dem bläulichen Lichte steigt Kundris Gestalt auf, sie scheint schlafen, Kundris Gestalt macht die Bewegung einer Erwachenden, sie stößt einen grässlichen Schrei aus. Erwachst du, ha, meinem Banne wieder, verfielst heut du zur rechten Zeit. Kundri lässt ein Klagegeheul von größter Heftigkeit bis zu bangem Wimmern sich abstufend vernehmen. Sag, wo triebst du dich wieder umher? Pfui, dort bei dem Rittergesipp, wo wie ein Vieh du dich halten lässt. Gefällst dir bei mir nicht besser? Als ihren Meister du mir gefangen, haha, den reinen Hüter des Grals, also Amphortas. Was jagte dich da wieder fort? Naja, ihre innere Zerrissenheit. Ne? Sie weiß genau, was sie gemacht hat. Sie hat Amphortas ans Messer geliefert. So konnte ihm die Wunde zugefügt werden. Nicht? Kundri pendelt zwischen den Spannungspolen. Sie geht hin und her und sie weiß nicht, wie sie Frieden finden kann. Sie ist wirklich verzweifelt.